Die Sportwelt trauert um Skilegende Rosi Mittermeier, die im Alter von 72 Jahren in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen verstorben ist. Die Familie gibt die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist. Rosi hinterlässt ihre Tochter Amelie, Sohn Felix und zwei Enkelkinder sowie ihren Ehemann Christian Neureuther, mit dem sie über 50 Jahre unzertrennlich war. Rosi und Christian führten eine Traumehe, waren ein Vorzeigepaar, das sich stets respektierte und unterstützte und gemeinsam durch Höhen und Tiefen ging. Als Christian seine Rosi zum ersten Mal sah, dachte er, die und sonst keine. Es war sofort um ihn geschehen, wie er einmal gegenüber der AZ verriet. Eine Liebe auf den ersten Blick, die ein Leben lang anhielt. Wir hatten einfach Glück, erinnert sich der 73-Jährige in einem Interview. Nicht nur als Paar, auch als Familie. Sie bekamen zwei wunderbare Kinder und hielten immer zusammen. Schon als Felix und Amelie noch klein waren, verbrachten die Mittermeier-Neureuthers viel Zeit miteinander. Unternahmen Fahrradausflüge und Wanderungen. Bis heute unterstützen sich die Familienmitglieder gegenseitig bei ihren Erfolgen. Letzten Endes zählt immer nur die Familie. Das war schon immer das Motto des Paares. Umso größer dann auch die Freude, als sie endlich Großeltern wurden. Über ihre Enkel sagt Christian im Bunte Interview: Wenn das Lebensende immer näher kommt und man sieht, dass es dann weitergeht mit dem eigenen Blut, das ist das Schönste, was es gibt. Er räumt aber auch ein: Es ist schon auch, es gibt auch harte Zeiten natürlich, weil man merkt dann irgendwann, dass man für seine eigene Frau nicht mehr so wichtig ist. Zwar musste er manchmal gegen die Enkel zurückstecken, ihre Liebe verloren Rosi und ihr Christian aber auch nach 42 Jahren Ehe nie aus den Augen.